So, ihr Lieben, jetzt kommt ein relativ kurzes Video. Und zwar habe ich da meine Deko schon ein bisschen aufgebaut, jetzt aber ohne Licht. Und zwar, es geht um Adventskalender. Ja, auch dieses Jahr mache ich wieder Adventskalender. Ach hier, das gleich, das zeige ich euch gleich im nächsten Video. Das sind so ein bisschen, ja, ein paar Sachen vom Action. Die habe ich noch vom Flohmarkt, die zeige ich euch aber auch gleich nochmal kurz. Auf jeden Fall, ich mache dieses Jahr wieder Adventskalender. Und ja, eigentlich müsste ich nebenbei irgendwas zeigen. Ich weiß gar nicht was. Vielleicht ein paar 10-Cent Sachen vom Woolworths, damit ich das schon mal ein paar weg habe. Wie wär's damit? Ich zeige sie einfach in die Kamera und alles, was ich euch zeige, hat 10 Cent gekostet. Ja, ich habe jetzt einen Teil für den Geburtstag von unserem Kind geholt und ich habe auch ein, zwei Sachen von der Maddie bekommen. Also 10 und 20 Cent Sachen. Ich zeige euch das und dann, ich glaube, irgendwo stehen auch die Preise, wenn dann auch drauf. Auf jeden Fall, ich mache, wie ich ja sonst auch immer Bastelpakete anbiete, mache ich dieses Jahr auch wieder Adventskalender für 30 Euro inklusive Versand. Und dann sind verschiedene Bastelsachen drin. Dann sind zum Beispiel drin Stanzschablonen, Stanzer, Papiere, Sticker, Perlen, Pailletten, Schleifenbänder, Washi-Tape, alles was so drumherum, was man so braucht, alles was man zum Basteln braucht, mal Kleber, ich weiß gar nicht, was ich alles da habe. Also ich möchte ein bisschen, ich muss mich ein bisschen reduzieren, es kann auch mal ein Stoffband bei sein oder Stoffe. Es ist wirklich alles querbeet, alles was man so braucht. Was man zum Papierbasteln so braucht. Weil, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und die Kartons sind bis oben hin immer recht voll. Es ist immer auch alles zu gebrauchen. Der eine sagt mal ja, mal nein. Manchmal sind auch so Sachen bei, die man dann vielleicht nicht ganz fürs Papierbasteln nutzt. Aber ich finde das immer ganz gut, dass man vielleicht auch mal sagt, oh, da ist ein Bastelset bei, vielleicht ist auch mal ein Bastelset bei, was ein bisschen nicht mit Papierbasteln zu tun hat, aber wie gesagt, der größte Teil ist immer Papierbasteln. Und ja, wenn ihr da Interesse habt, ich habe unten meine E-Mail-Adresse stehen, da könnt ihr dann mir Bescheid sagen, ob ihr einen Kalender möchtet. Ich biete natürlich auch wieder für 50, 80, was auch immer an. Aber unter 30 nicht, weil ich packe die Sachen alle alleine ein. Hier sind so Überraschungseier. Ich hatte hier schon mal eins aufgemacht. Und ja, sind natürlich auch mal so Schnäppchensachen hier dabei. Die, glaube ich, die war 55 Cent. Aber es sind auch Sachen bei von verschiedenen Marken. Ob von Ideen mit Herz oder ich glaube Craft Sensation oder welche Marken auch immer, ne? Aber es ist immer irgendwas dabei. Genau. Und selbst wenn man, ne, ich rechne jetzt hier keine. Wartet mal, es ist ein blödes Beispiel. Das ist. Ach hier, guck mal. Wir haben mal so Schablonen. Also es ist nicht auch immer alles weihnachtlich. Es sind zum Beispiel auch mal so Ostersachen bei, weil Weihnachten und Ostern kommt ja wieder. Hier steht jetzt zum Beispiel, das kostet 1 Euro. Da hat mal 1 Euro gekostet. Und hier stehen jetzt 55 Cent oder 20 Cent. Ich rechne eigentlich diese 20 Cent. Meistens schlage ich das einfach über und ihr habt immer einen Mehrwert. Also es gibt bestimmt Leute, die unten mal in den Kommentaren schreiben, unten in den Kommentaren schreiben können, dass sie schon mal ein Paket gekauft haben und dass das immer einen Mehrwert hat, als es eigentlich kostet. Ne? Also selbst wenn ich mache diese 20 Cent manchmal ab, manchmal lasse ich sie dran. Aber es ist immer, dass man sagt, ihr habt auf alle Fälle mehr davon. Guckt mal hier, 3,55 Euro und dann einfach nur 20 Cent. Könnte man zum Beispiel ein Album drauf basteln oder man könnte das nehmen und damit zum Beispiel ein Album verzieren, indem man da eine Tasche draus macht oder so. Oder ein Layout könnte man schön damit drapieren. Oder ein Geschenk, was man in einem Bilderrahmen verschenkt. Ja, auf alle Fälle, ich gucke immer, dass ich ein paar Schnäppchen mit reinmache. Ich gucke, dass immer was Hochwertiges drin ist. Ich gucke, dass was Besonderes drin ist. Wenn ihr keine Stanzmaschine habt, schreibt mir das dazu. Dann sagt, ich habe keine Stanzmaschine. Dann packe ich natürlich auch keine Stanzen rein.
Dann gucke ich, dass ich da irgendwas anderes Schönes reinpacke. Aber bitte keine Wünsche, ich hätte gerne nur, ich hätte gerne nur. Ich biete dieses Jahr auch 2 Kosmetikpakete wieder an für 35 Euro inklusive Versand. Das sind so 2 Damen oder Mädchen, also man könnte, ne, man kann das ein bisschen kombinieren. Das sind verschiedene kosmetische Produkte drin. Vielleicht wie eine Bodylotion, wie vielleicht wie ein Badezusatz, eventuell eine Lidschattenpalette oder. Ihr habt ja gesehen, ich habe so ein bisschen an Kosmetik ausgepackt von den Kosmetikboxen hier, die, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf alle Fälle habt ihr das Video da auch drin. Da könnten ein paar Produkte mit dabei sein. Ich gehe ja viel beim Rossmann auch mal einkaufen. Ich bin da ja leider so Verfall, ne? Und ja, also es ist immer etwas dabei, was, ja, wenn ihr halt sagt, passt auf, oder ich hier, ich brauche gar kein Bla, kann ich das versuchen zu berücksichtigen. Aber ich kann euch da immer nichts versprechen. Das mit den Stanzen verspreche ich euch, wenn ihr sagt, das braucht ihr nicht. Aber wie gesagt, das andere ist ja wirklich alles. Es könnten auch mal ein bisschen kindliche Sticker dabei sein, aber ja, es, ne, es ist vielleicht auch Babysachen zum Beispiel. Irgendwo braucht man es ja immer. Und deswegen, ja, also meldet euch gern. Also das ist jetzt alles. Wohlfass, ja. Wohlfass. Meldet euch gern unten auf meiner E-Mail-Adresse. Ich denke, das Video wird zeitnah hochgehen. Dann kann ich euch direkt antworten. Ihr könnt per Überweisung oder per PayPal heute zahlen, wie ihr das gerne möchtet. Und ja, guck mal, die sind zum Beispiel cool. Die sind 10 Cent. Das sind so kleine Thank-You-Tüten. Die nehme ich jetzt zum Beispiel als Gastgeschenktütchen, wenn bei uns die Kinder kommen. Wir machen so eine kleine Schatzsuche und kann sich das jeder in so eine Tüte reinpacken. Die wird dann noch mit Namen verpackt. So, dann haben wir hier noch so coole Luftballons. Und das ist zum Beispiel von der lieben Maddie. Die hat mir gezeigt, dass es ein paar, die hat da so ein paar Schnäppchen gefunden. Und da habe ich zum Beispiel 2 Tüten Konfetti bekommen. Und alles andere zeige ich euch gleich in den anderen Videos, in das andere Video. So, ich würde sagen, ihr Lieben, wenn Interesse an einem Adventskalender besteht, dann meldet euch sehr gern. Ihr Lieben, bis dahin. Ciao.